Hallo zusammen und willkommen zu einer, ja, man könnte wohl sagen, Analyse unserer letzten PvP-Aktion. Das heißt, es ist nicht wirklich gut gelaufen und ich möchte jetzt ein paar Punkte zeigen, was wir hätten besser machen können. Und so seht ihr auch mal eine etwas andere PvP-Aktion. Aber was ich euch bisher gezeigt habe, da sind wir eigentlich ja nur mit größeren Gruppen mitgelaufen. Also einmal mit dem Murrehan Home Server zusammen gegen Glasses Truppe. Und einmal, als wir das Stone Deed verteidigt haben gegen den King of Soul. Dieses Mal sind wir allerdings ganz alleine losgelaufen. Und zwar mit 6 Zwergen insgesamt. Und haben uns gedacht, ach, wir fahren mal nach Affliction und versuchen da ein bisschen Unruhe zu stiften. Und ja, also jetzt Analyse. Also alle Mann Stamina regenerieren und dann runter. Large Maul mitnehmen. Ja. Lieber die Schaufel da lassen als den Large Maul. Ja, ich hab das sowieso Mining-Zeug weggeschmissen. So, alle mit. Hinter dir, Tower Guard. Es wäre mir lieber, wenn du wieder runterkommst und die Jo, umstehen. bin unten. Du könntest beim Merchant Stand den Schlüssel droppen. Ja, der Schlüssel. Das war schon mal nicht so gut gewesen. Also wir hatten am Anfang arge Probleme gehabt, an unser Boot ein neues Schloss ranzubringen, weil anscheinend irgendjemand das Inventar durchgehend offen gelassen hatte und dadurch konnten wir das Schloss nicht anbringen und so weiter und so weiter. Und als wir es irgendwann hinbekommen haben, habe ich in der Eile vergessen, den Schlüssel an Land zu lassen. Also bei uns zu Hause. Und als wir unterwegs waren, konnte ich den Schlüssel auch nicht mehr in das Boot tun. Was ja auch einigermaßen Sinn macht. Das heißt, wir hatten die ganze Zeit den Schlüssel für das Boot dabei. Das heißt, wenn ich sterbe, hat derjenige, der mich umbringt, den Schlüssel zum Boot und hätte dann das Boot nehmen können und alles, was drin ist. Deswegen haben wir den Schlüssel hier jetzt noch schnell versteckt, was aber jetzt eh irrelevant ist, weil das Boot weg ist. Aber das seht ihr nachher noch. Ansonsten, soweit, wir hatten keinen Plattenpanzer an. Das war unser erster Fehler. Wir dachten, okay, wir wollen da nur kurz hin, wir wollen ein bisschen Ärger machen. Wenn wir da jetzt einen Plattenpanzer auftauchen, sind wir viel zu langsam. Die Plattenpanzer hätten uns nicht so viel langsamer gemacht und wir hätten dadurch besser kämpfen können. Also, gelernt Nummer 1, Schlüssel zu Hause lassen. Gelernt Nummer 2, Plattenpanzer mitbringen. Auch wenn es weh tut, die zu verlieren, jeder kleine Vorteil hilft. Und wenn es dann einen Tag länger dauert, bis wir PvP machen können, weil wir die Plattenpanzer herstellen sollen, dann ist es halt so. Plattenpanzer ist ein Muss. Okay, weiter im Text. Katze hinter uns. Oh nein. So, Kalagi, du mal vor. Moment, die machen noch kurz die Katze da weg. Niedlich. Selbst die Ja, Tierwelt kommt ist noch sogar Gas, noch nicht nächste bei Tower uns. Guard. Wer hergerannt kam. Wer hat ihn? Geh mal runter und gucke. Nein, ich hab ihn nicht. Ja. Egal wer ihn hat, runter, damit die anderen höher stehen. Evil. Falls ihr euch übrigens wundert, was das mit dem Hoch und Runter da soll. Das Wichtige ist, wenn der Gegner unten steht und man selber höher gestellt ist und seitlich oder von hinten angreift, hat man einen Schadensbonus. Beziehungsweise man hat einen Combat-Rating-Bonus. Aber Combat-Rating erklärt man nicht ganz so schnell. Einfach merken, von hinten, von der Seite und von erhöhter Position angreifen hat einen riesen Vorteil. Und dadurch sterben die Gegner schneller. Wenn die Gegner schneller sterben, kommt man schneller voran. Und die feindlichen PvPler kommen nicht schnell genug an einen selber ran. Weil so eine Aktion ist immer sehr auf Zeit basierend. Denn sobald wir die erste Wache umbringen oder auch in einem Local auftauchen, weiß der ganze Server Bescheid. Im schlimmsten Fall, was fast immer der Fall ist. Also ja, möglichst effektiv Gegner umbringen ist ein sehr wichtiger Faktor. Hat hier aber einigermaßen gut funktioniert. Also mit ein, zwei kleinen Ausnahmen. Glaube ich. Er hat mich auch noch nie getroffen. Sammeln sagen und dann ja. schauen, wohin er targetet. Und wenn da steht, hieß So, sie Straße weiter, hier ist ein Loch an der Wand.
Oha. Hat jemand von unten die verbunden gehört? Nein. Gero vielleicht? Nee. Wo heilt sich? Hallo, so, das ist ein Verlassensdieb gewesen, wo wir gerade drin sind. Das vor uns ist das eigentliche Deed. ESB? Sind da Steine drin? Nein, Dirt. Hier ist eine Hyäne. Sind die heftig? Geht so. Was denn? Zuerst auf dem Spirit Temple. Zuerst auf dem Spirit Temple vor mir. Gero, willst du dich zurückziehen? Gar nicht so stark. Ja, die netten Gesellen hier sind Spirit Templar. Also nein, hier heißen sie nicht Spirit Templar, nur auf unserem Server heißen sie so. Aber daher kennt man sie halt. Das sind diejenigen, die normalerweise dein Deed beschützen, falls irgendwelche Wildtiere kommen oder Sons of Nogamb oder halt andere PvPler. Nur sind wir jetzt die PvPler, also die Aggressoren, und kämpfen zum ersten Mal gegen diese Art von Wachen. Und es ist einigermaßen gut machbar. Wobei, ich habe mir sagen lassen, die Spirit Templar haben Fighting Skill von 60. Jeder in unserer Truppe hat Fighting Skill von 70 mindestens. Also, denn ist auch schon abzusehen, dass sie nicht wirklich viel aushalten. Wobei, sie sind C. Also, sie halten mehr aus, als für Fighting Skill 60 entsprechend wäre. Falls das Sinn macht. Also, sie sind C, aber sie machen nicht so viel Schaden. Wobei man auch noch bedenken muss, dass wir alle einen Debuff haben von, ich glaube, 10% oder 20%. Weil wir halt auf dem weiblichen Server sind. Dadurch wollen sie so ein bisschen verhindern, dass die Home-Server immer und immer wieder angegriffen werden. Ja, aber einigermaßen gut machbar. Und es gibt einen Erfolg, wie man gleich sehen kann. Wie soll man da Pack durchfällt? Ich ziehe mich zu weiter zurück. Versuche sie mal abzufangen. Eventuell spotten. Wo ist mein Target hin? Bitte. Kala, hilf mir mit der Hygiene. Achievement. Fokus mal hoch. Die halten doch ein bisschen was aus. Was wurde ich gestunt? Ach, der AE ist dann? Nicht. Nee, das Spirit Shadow. Ich geh jetzt auch ein bisschen zurück. Im Osten diese flache Fläche, diesen Pack Dirt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Spieler von den Amerikanern, ne? Ja, das ist auch so ein Punkt. Was gerade die Disziplin im Teamspeak angeht, während eines Kampfes, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Also welche Informationen wirklich wichtig sind, welche nicht, was mitgeteilt werden muss, was nicht, da muss man sich halt erstmal einspielen. Wobei das jetzt gerade nicht wirklich mit dem Kampf zu tun hatte. Weil wir hatten nicht extra einen Channel genommen, weil jeder der Meinung war, dass es ja recht interessant wäre, uns zuzuhören. Deswegen waren aber auch halt recht viele dabei im Channel, die nicht wirklich mit dem Kampf was zu tun hatten. Und kamen auch gerade rein und wussten nicht, was los ist. Nächstes Mal sollten wir wirklich einfach einen eigenen Channel nehmen, egal wie langweilig das für die anderen dann werden würde, im Hauptchannel halt. Weil es geht sonst einfach nicht. Im Kampf muss man sich tierisch konzentrieren und jede Ablenkung da ist einfach unnötig. Ja. Gut, so, alle hochbandagieren. Will ich jemanden helfen? Ich bin unverletzt. Ich gehe auf meinen Torso. Jemand mein Bein, bitte. Ja. Da ist auf jeden Fall wildes Türengeklapper im Deed. Jemand, der nicht gerade was zu tun hat, bitte die Tür checken, was für ein Schloss dran ist. Am besten Kalar. Falls ihr mal anders nichts zu tun habt, suchen nach Steinen für Katapult. Bin dabei. Hier ist ein Schloss am Kart. Tower. Achso, Feindkontakt. Bei der Tür. Jo. Jo. Fangen wir an. Da draußen? Ich habe übrigens eine 1%ige Chance, das Schloss zu knacken. Da
Das geht. Naja. Oh, das dauert zu lange. Kurz, welche Qualität hast du den? 81. Nicht schlecht. Bauer auch. Soll ich Steine suchen gehen? Such mal Steine, ja. Ich hau nur einmal kurz drauf zum Testen. Einer von euch, sagen wir mal Evil, hol mal das Katapult bitte und deponier das an der Straße. Jo. Auf die Tür zeigend. Hier oben sind auch Löcher in der Mauer. Die werden aber nicht zu dem Lied hier führen, denke ich. Ich schau mal nach bei der Suche. Was ist mit das der Möglichkeit noch? Und Hilfe. Alle, die nichts zu tun haben, auf die Tür schlagen. Wie viel Schaden machst du mit mal? 0,25. Ich hab ein Card. Was ist drin? Ist es wirklich? Nichts. Aber ich kann es draggen und reingucken. Ist eine ein Small Doppeltür. Card. Da kommen wir mit dem Maul ewig unter Darkness weiter. Ja. Oder fängt uns ruhig an mir. Check nochmal, wie viel super. Prozent du jetzt hast. In Donation bitte nichts ansagen wie ein leeres Card. Kann noch mal einer zurückkommen? Ich habe hier noch einen Tower Guard. Ich komme. Schiff. Ich habe sie gebasht. Auf das Slave, wenn ihr könnt. Bashen, wenn ihr einigermaßen skillt habt, über 5. Ja, das war das nächste Problem. Also, was sie hier gerade macht, ist, sie pingpongt immer rein und raus, weil sie kann die Tür öffnen, wir können aber durch die offene Tür nicht rein, weil die Tür für uns nicht offen ist. Das heißt, sie geht raus, versucht ein bisschen zu schlagen, geht dann wieder rein, bandagiert sich hoch und so weiter. So versucht sie bei uns Wunden zu verursachen, die wir vielleicht nicht heilen können, aber sie halt in Sicherheit ist. Was ich dagegen machen wollte, war mit dem Shield Bash sie zu stunnen, dass sie dann 3-4 Sekunden sich nicht bewegen kann und wir in dem Zeitfenster alle zusammen sie töten. Problem ist halt nur, dass unser Shield-Bash-Skill nicht so hoch ist, denn es ist mit einer der nervigsten und langwierigsten Skills überhaupt zu steigern. Ich wage zu behaupten, nerviger als Weapons-Missing und Armus-Missing. Ja, doch, ziemlich sicher. Das heißt, das ist nicht so ganz aufgegangen. Da arbeiten wir natürlich dran, aber es wird eine Weile dauern. Bis dahin müssen wir halt anderweitig irgendwie klarkommen. Unten an der Slope. Komm zurück, ich finde keine Steine. Kannst du hier vielleicht irgendwo anders hinziehen? Wow, ich bin ziemlich stark verletzt. Das ist ein Spieler, ich werde sie nicht ziehen können. Nehmen Kalamite, Tower Guard, die gerade Evil da fertig macht. Bin auf dem Weg runter. Ganz schön reingehauen. Kestis, komm mit, wir gehen zurück zu dem. Der will uns hier schon noch beschäftigen. Super lahm. Wir könnten Loks nehmen und beschießen, aber Steine sind wahrscheinlich besser. Könnt ihr bitte kurz herkommen und uns helfen, Tower Guard fertig machen? Ich hab grad einen Enemy. Irgendwas greift mich an. Ah, da ich sehe euch. Da uns, nee, Tower Guard, hinter mir. Wo bist du? Bist du mit Kala? Ich bin vorne beim Eingang des ersten Dienst. Ich kann mit runterkommen. Bin bei Kala und Evil, helf mit. Ja, komm auch. Ich bin auf 30% HP, ich muss mich irgendwo verbinden. Dann lauf. Lauf irgendwo hin. Wir versuchen ihn. Okay, ihr habt da noch einen, ne? Ja, das ist der nächste. Der ist mir gefolgt. Beste, bleib mal stehen. Das ist die Bedwound. Ich bin an der Bedwound am Torso dran. Okay, ich bin bei der Medium. Bäsche. So, wenn das Ding tot ist, bitte Katapult aufbauen. Ich suche dabei Steine. Jo. Das mit den Steinen war übrigens der nächste große Fehler. Also nicht, dass ich jetzt Steine suchen gehe, das war ja nur die Notlösung. Eigentlich wollten wir Steine mitnehmen. Also von zu Hause aus. Dann dachten wir uns aber, nee, wir wollen uns da ja eh eine kleine Mine anlegen. Das wir auch vorher gemacht haben, bevor hier dieses Video, also bevor dieses Videomaterial abgedreht wurde. Davor haben wir uns eine Mine angelegt.
um unser Schiff verstecken zu können und eine Mine-Door davor zu setzen, damit man das nicht findet. Sowas wie so eine kleine Piratenhöhle halt. Das heißt, wir haben uns gedacht, nö, wir müssen von zu Hause keine Steine mitnehmen, wir klopfen da eh eine Mine, da kommen genug Steine bei rum, dann können wir die benutzen. Nur haben wir in der Eile, weil das war ziemlich hektisch, weil auch da, wo wir Mine gemacht haben, waren ein Feind im Local und so weiter. Also haben wir in der Hektik vergessen, die Steine aus der Mine mitzunehmen. Das heißt, wir schlagen hier auf, haben 3 Katapulte und haben nichts zum Schießen. Aber mir fällt da Gott sei Dank noch rechtzeitig was ein. Frag mich, wie lange es braucht, dass hier eure Hilfe eintrifft. Kann vielleicht noch jemand die Chats checken? Hat jemand Rock gesehen? Nein. Hier ist eine Mine, aber die ist recht weit weg. Also, was nehmen wir jetzt daraus? Ein Katapult, 2 Katapulte? Ein Katapult. Hab ich? Okay. Nimm die Leichen mit. Katapultiert die Leichen, hier liegen jede Menge Leichen rum. Machen wenig Schaden, aber machen wenigstens Schaden. Gut, sammelt ihr die Leichen auf, wir treffen uns vor der Tür. Wer kämpft? Ich kämpfe gegen Wache am Eingang zum Diet. 2 Wachen. Ich komme euch entgegen. Welche zuerst? Die von mir aus linke. Okay. Wer auch immer das Katapult hat, das Katapult bitte aufstellen. Das schaffen wir mit 4 Mann. Was? Jetzt soll ich es droppen oder was? Nee, beim Eingang droppen. Brauchst du Loks? Achso, soll ich nicht mit Tower Guards droppen? Nö, die kriegen wir so hin. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denke ich. Brauchen wir nicht noch Loks? Wozu? Komm doch mal, welches Katapult er hat. Warte, ich sag's dir gleich. 6 Loks, ja. Jo, dann brauchen wir Loks. Feind ist draußen. Ich hole einen Headshot mit. Feind vor mir. Feind auf Pferd, komm her. Jo. Sofort. Oh, hier sind einige jetzt bei uns im Loch. Ja, es sind einige aufgetaucht. Ist das zurück zum Boot? Sollen wir zurück zum Boot? Hast du einen Anker geworfen? Ja, habe ich. Auf das Pferd. Nicht viele HP, ne? Also ich bin immer noch halb tot. Bleibt auf dem Pferd, wenn ihr könnt. Und bleib bei mir. Er ist gleich tot. Er ist gleich da. Ich auf den Reiter. Wer ist der Reiter gewesen? Der Slave vor mir. Der mit dem Hammer. Da sind einige aufgetaucht. Sollen wir uns nicht erstmal taktisch zurückziehen? Nein. Kommen wir nicht hinterher. Okay, jetzt zum Boot zurückziehen. Guten Abend. Hallo. Abend. Abend. Was machst du da hinten, Nation? Mich heilen. Auf 31. Wie schaut's aus? Steigen wir ins Boot? Ich mir folgen und versuchen im Bogen sie zu erwischen. Hinter uns ist einer. Wo? Ben. Vor dem Boot. Da sind 3 vor dem Boot. Okay, ja. Alle zu mir. Wo bist du? Vom Diet. Okay. Hat irgendjemand viel Schaden? Ja, Healing Cover bitte. Noch mal jemand Healing Cover. Healing Cover reichen nicht, das ist übrigens. Okay, dann alle zusammen mir folgen. Und wechselt bitte auf Nahkampfwaffen. Ja, wie man sehen konnte, es geht heiß her. Also, dass die aus dem Diet einen kleinen Ausfall gemacht haben, wahrscheinlich abgesprochen mit den anderen, die gerade im Local aufgetaucht sind, war schon mal eine gute Taktik von denen.
Weil dadurch haben sie uns ein bisschen länger gebunden und die im Local konnten sich da unten schon mal breit machen. Und es hat ihnen Zeit gegeben, damit noch mehr Verstärkung kommt. Weil da kommt später noch eine ganze, ganze Menge. Ja, mein Ziel war eigentlich gewesen, das Pferd umzubringen, das haben wir geschafft, und danach den Reiter umzubringen. Hätten wir fast auch geschafft, wenn halt mehr Leute dabei gewesen wären. Ein großes Problem, was wir noch haben, ist, dass die Leute immer nicht da sind, wo sie sein sollen. Also teilweise waren sie beim Boot, teilweise waren sie hier, waren sie da, weil halt jeder ein bisschen hektisch herumgelaufen ist und nicht wusste, was er machen sollte und was die letzten Befehle waren und so weiter. Das heißt, den Schaden zu fokussieren, müssen wir echt noch ein wenig üben. Allgemein hätten wir etwas besseres Equipment gehabt, also bessere Schwerter, bessere Verzauberung drauf, dann wäre der eine, der Reiter von dem Pferd, auch tot gewesen. Dann hätten wir wenigstens da schon mal einen Kill gehabt. Das war nicht so schön. Aber bis zu diesem Zeitpunkt lief es meiner Meinung nach recht gut. Allgemein lief die ganze Aktion dafür, dass wir so wenig Erfahrung in dem Gebiet haben, oder hatten besser gesagt, ziemlich gut. Wir haben jede Menge daraus lernen können, das ist echt das Wichtigste. Oh ja, weiter töten und getötet werden. Ja, wo sind vier Mann mit dem Boot da? Bogen raus. Auf wen? Auf Zibbons. Ah, ich habe ihn schon angeschossen vorhin. Ich glaube, die haben keinen guten Archery-Skill. Immer schön auf Zibbons. Und er haut aber ab. Im Targetfenster weiter. Genau. Bis auf das Heilreich, weil das ist so. Der Weg des Zieles ist schwer zu treffen. Ja, das ist der eine Punkt. Also zum einen, sich bewegende Ziele sind schwerer zu treffen, obwohl wir eigentlich recht guten Archery-Skill haben, daran dürfte es nicht so unbedingt liegen. Aber zu diesem Zeitpunkt hat der Kapitän bestimmt gemerkt, dass wir ihn fokussen, hat Schwert und Schild in die Hand genommen, ist in Defensivmodus gewechselt und hat sich zu uns hingedreht. Und durch die Kombination, also Defensivmodus, Schild und zu uns hingerichtet, kann er fast jeden Pfeil blockieren, was tierisch praktisch ist. Normalerweise in einem PvP-Kampf, der nicht so geartet ist, wie er jetzt ist, kann man den Gegner halt versuchen zu flankieren. Das heißt, ein Teil der Gruppe geht zur Seite und schießt dann da drauf, aber dazu bräuchte man auf dem Seekampf halt entweder zwei Boote oder auf dem Land Leute mit Pferden. Hatten wir hier nicht, wir waren auf dem Hügel, die waren im Wasser. Da ist nicht so viel mit Flankieren. Das merken wir aber nicht und schießen fleißig weiter. Das hätte uns eigentlich ein riesen Warnsignal sein müssen, dass wir einfach keinen Schaden mehr machen. Ihr habt das gesehen, die ersten 10 Sekunden von dem Fernkampfduell da ging er richtig schnell runter auf 50% und danach kam gar nichts mehr. Da hätten wir viel schneller stutzig werden müssen. Und das nächste Mal werden wir viel mehr darauf aufpassen. Also eigentlich hätten wir zu diesem Zeitpunkt ihn nicht mehr fokussen sollen, sondern einfach irgendeinen seiner Kameraden. Und wenn die dann ebenfalls in Defensivmodus gehen, hätten wir einfach auf Schwert und Schild wechseln sollen und runter zum Boot gehen. Aber ja, hinterher ist man immer klüger. Ja? Aber das ist ja auch das Wichtigste. Wir wollen ja lernen, deswegen haben wir das Ganze hier gemacht. Also auch zum Plündern und Töten, aber primär zum Lernen. Gero, sollte nicht einer den Anker rausgeben, dass wir schnell abhauen können im Notfall? Erstmal alle weiterschießen. Die verbinden sich. Ja. Komm, oh, das ist klar. Oh Gott. Das ist gerade runtergekaut? Ja. Krass ist so. Ich hoffe, ich komme hier hoch, sonst habe ich ein Problem. Die Stamina. Nee, komme ich nicht bis hoch. Geh an der Mauer bis zu der Ecke und dann. Alle mir folgen, wir können ihn gar nicht treffen über die Mauer. Achso, dann kann ich mich auch nicht treffen wahrscheinlich. Doch, ich habe eben einen Schuss abbekommen. Vom Boot aus schießen. Ich werde getroffen. Climbing um die Ecke. Crestus. Ich habe fast kein Stamina mehr. Ich brauche Heal. Hält dich. Ja, warte. Versteckt, euch hinter, versteckt euch hinter der Mauer, wenn ihr gefokust werdet. Welche Mauer? Ich hab's voll. Genau hier unten beim Boot. Gero, gib bitte den Anker raus. Wenn wir jetzt dann in Nahkampf von hinten angegriffen werden oder was, würde ich gerne schnell ins Boot. Okay. Kommt einfach bitte mal alle ins Boot, wir versuchen die zu erwischen. Das mit dem Bogen wird nichts. Ich bin fast tot.
versuch ins Boot zu kommen. Komm rauf, ich verbinde mich. So ein bisschen Hilfe wäre gut. Beziehungsweise ein Healing Cover auf die eine große Wunde wäre gut. Ja, ist auch so eine Sache. Also Heilung im PvP ist nicht ganz so einfach. Die meisten haben halt nur PvE gemacht und denken, wenn sie eine Wunde haben, dann muss da Cotton drauf. Und wenn das Übermedium ist, dann muss da noch ein Healing Cover drauf. Problem ist halt, das Healing Cover wirkt nur alle 3 Minuten, tickt es einmal. Und im PvP sind 3 Minuten eine Welt. Außerdem hat man in der Zeit, wo man das Healing Cover anbringt, keinerlei Interaktionsmöglichkeit. Man kann nicht weglaufen, man kann nicht an den Gegner ranlaufen, man kann sich nicht verteidigen, man kann nicht angreifen. Healing Cover sind einfach ein No-Go. Außer wir haben irgendwo Zeit, uns zu verbunkern, was wir hier aber nicht haben. Also ja, das hätte man nicht machen müssen. Und allgemein ist man primär für seine eigene Heilung erstmal zuständig. Das heißt, wenn man zu viel Schaden nimmt oder gefokust wird, muss man dafür sorgen, dass man nicht mehr im Ziel ist. Also sich entweder hinter eine hochgenügende Mauer stellen, wo man dann nicht mehr getroffen werden kann, oder einfach einen Hügel suchen und hinter den Hügel gehen, dass man keine direkte Sicht mehr hat. Weil das berechnet das Spiel mit ein. Dann sagt es irgendwann, nee, ich kann das Ziel nicht mehr treffen, weil es nicht mehr im Sichtbereich ist. Und dann sich selber hochbandagieren. Weil darauf zu vertrauen, dass andere einen heilen, während man selber noch weiter versucht, Schaden zu machen, das ist nicht gut. Aber das werden wir alle nach und nach noch hinbekommen, denke ich. Spätestens jetzt schmerzhaft erfahren. Drehen bei. Wen haben wir denn jetzt da zurücklassen? Oder sind alle im Boot? Mich. Du bist da bei der Mauer, ne? Ja, ich kraxle gerade rüber hier. Auf Zivils bleiben, Nahkampfwaffen wechseln. Ich bin so gut wie tot, soll ich hier aussteigen, oder? Steig aus, wenn du willst. Das macht keinen Unterschied. Zivils bleibt Fokus, ne? Zivils bleibt Fokus. Bleibt mal am Defensiven. Haben die alle Platte? Nee, auch Kette. Wollen wir auf Alexandra. Auf Alexandra, die hat kein Torso. Ich bin gleich tot. Okay, ich mach kurz ein bisschen Abstand, versuch den Nation zu bandagieren, 1-2 Ticks. Fahr ein bisschen näher ran, nicht dass wir ihn. Schussreichweite. Crestus, du kannst auch schießen von dort aus. Ja, ich schieße auf 7. Okay. 7 zu bandagieren. Nur die werden wahrscheinlich gleich auf mich. Ich brauche viel zu lang zum Bandagieren. 7 ist schon bleeding. Sollten wir nicht eben zuerst? Ja, auf 7. Ich steige aus. Beziehungsweise, nee, hier verrecke ich. Du wirst ertrinken, ja. Kann mir bitte jemand die große Wunde am Torso verbinden? Ich kann leider nicht. In der Bewegung geht's nicht. Jetziger Wunde. Die hat einen Kurzbogen, wir nicht. Alle schön auf 7. Ich bin gleich wieder tot. Tot? Wo ist deine Leiche? So. Was hier mit der Leiche von den Nation sieht, aufheben und gleich ins Boot. Okay, wir haben ihn gleich. Haben wir die Leiche von den Nation oder ist die weg? Ich hab sie nicht. War nichts Besonderes drin. Ibens ist fast tot. Ich bin auch gut runter. Ich hab die Auswahl Flammer. Outside-Flammer? Nein, da bringt er nichts, da kommt nie wieder nach Hause. Na gut. Bin gleich tot. Ja, dann treten wir den Rückzug an. Oh, Strongwall ist hier und will mich jetzt im Nahkampf killen. Ich glaube, wir sind schneller als wir.
die sind schneller als wir. Hey, jo. Schaut nicht gut aus. Also, The Nation tot. Der war auch die ganze Zeit schon ziemlich weit unten, aber wir konnten ihn halt nicht hochbandagieren, weil wir auf dem Boot waren und in Bewegung. Genau wie die Feinde das bei ihrem einen ja auch nicht konnten. Der war auch durchgehend auf Bleeding oder zumindest schwer verletzt. Ja, das ist sehr nervig gewesen. Also nicht, dass die Nation gestorben ist, das war abzusehen, sondern dass wir den anderen nicht bekommen haben. Das war zum einen Fehler einmal von mir, weil ich an einer einen Stelle falsch das Boot gedreht habe. Wir hätten eigentlich sofort hinterherkommen müssen. Das war andererseits an unseren Waffen gelegen, dass sie halt nicht so gut waren, wie sie hätten sein können. Und wir waren auf einer Knarr. Ich glaube, das war mit der größte Fehler, den wir gemacht haben, dass wir die Knarr genommen haben und nicht zwei Segelboote. Wir dachten uns halt, wir sind 6 Mann, auf dem Segelboot passen nur 5. Wenn wir die Knarr nehmen, sind wir aber schneller, weil wir halt mehr auf der Knarr sind. Denn eine Knarr ist pro Passagier einfach schneller und nicht ganz so vom Wind abhängig. Aber ein Segelboot ist immer noch schneller, wenn 5 Mann drauf sind, weil es die volle Besatzung ist. Also eigentlich hätten wir mit 2 Segelbooten hinkommen müssen oder eigentlich nur mit 5 Mann. Das wäre dann wesentlich einfacher gewesen, weil in dieser Situation konnten wir nicht mehr weg. Wir hatten eigentlich schon verloren, wir hatten schon recht früh verloren. Aber zu diesem Zeitpunkt war es hundertprozentig für jeden ersichtbar, dass wir einfach nur alle sterben werden. Denn sie hatten mehr Mann, das sieht man gleich auch noch sehr extrem, da kommen noch ein paar mehr dazu. Sie hatten mehr Mann und sie hatten halt ein Segelboot und wenig Knarr. Wir konnten einfach nicht weg. Das heißt gar nicht weg. Wir konnten auch nicht an Land gehen und weglaufen, weil die haben Pferde und das war einfach nur, jetzt ist vorbei. Jetzt ist nur die Frage, wie sie uns töten und wie lange wir durchhalten. Und ob wir noch jemanden mitnehmen. Aber das haben wir leider auch nicht geschafft. Es war echt doof. Kala, übernimm du das Schiff. Ich wurde gerade gekillt hier aus am Land. Und tot. Ja, jo, auch tot. Nee. Boah, damit war das Ganze jetzt vorbei. Also wir hatten kurz noch den Captain gewechselt, damit ich nicht mehr so im Fokus bin, aber sind halt trotzdem einmal dran geblieben. Ich konnte einmal unter dem Boot durchschwimmen, damit sie mich nicht sehen, aber das war es dann auch, dann war ich tot. Kala und Evil fliehen dann, aber sind immer noch langsamer als die anderen, jetzt noch langsamer, weil weniger Leute auf dem Boot sind und werden auch nach und nach umgebracht. Nicht schön. Und ihr habt übrigens doch nicht gesehen, was ihr die ganze Zeit gemeint habt, dass noch so viel mehr kommen und so weiter. Das war erst später. Also nachdem ich gestorben bin und Kala und Evil versuchen zu fliehen, kommt dann nochmal ein ganzes Segelboot voller Leuten an. Was nicht so schön war. Aber ja, was hätte besser laufen können? Also, in den letzten Minuten wäre Krestis nicht runtergefallen, hätte er mit aufs Boot gekonnt. Wir hätten eine Person mehr auf dem Boot gehabt, wären dadurch einen Ticken schneller gewesen und wir hätten es eventuell geschafft, den einen Typen umzubringen. Wir wären trotzdem wahrscheinlich gestorben, endgültig, weil das zweite Boot kommt. Aber wir hätten vielleicht noch 1-2 Leute mitnehmen können. Aber sowas passiert in der Hitze des Gefechts halt. Allgemein hätten wir keine Knarr mitnehmen sollen, sondern 2 Segelboote. Wir hätten auf jeden Fall die Steine mitnehmen sollen aus der Mine oder direkt von zu Hause. Wir hätten den Schlüssel für die Knarr da lassen sollen. Wir hätten Plattenpanzer anziehen sollen. Wir hätten bessere Schwerter mitnehmen sollen. Ja, es sind ein paar Sachen zusammengekommen. Aber genau das haben wir jetzt gelernt und dafür war die Aktion gut. Und ich denke mal, die nächste Aktion wird wesentlich koordinierter ablaufen. Außerdem hat das Ganze dazu geführt, dass als wir dann alle Nakidai zu Hause in der Zwergenbucht standen, wir sehr intensiv mit dem Wiederaufbau angefangen haben. Also wir haben ja ein paar Sachen verloren, wir haben aber auch gelernt, was wir jetzt brauchen und wie viel wir davon brauchen. Und dann ging es sofort los mit, ich mache das und das und ich mache das und das. Und kleine Gruppen haben sich gebildet, um sich abzusprechen, wie welche Rüstung hergestellt werden, wie viele und welche anderen Ressourcen wir noch brauchen und so weiter. Das war richtig cool. Deswegen sehe ich sehr gelassen auf die nächste PvP-Aktion. Denn wir werden mehr Ressourcen haben, wir werden bessere Ausrüstung haben und wir werden mehr Erfahrung haben. Und selbst wenn wir wieder sterben sollten, haben wir wieder was dazugelernt und so entwickeln wir uns nach und nach weiter. Wir müssen ja schließlich 2 Jahre PvP-Erfahrung aufholen. Gegenüber den Haupt-PvPlern so. Aber da sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Und es war eine sehr interessante Aktion. Also, abgesehen von den 1,5 bis 2 Stunden Boot hinfahren. Das war nicht ganz so interessant. Aber danach, sobald man im Feindesland war, geht das Adrenalin schon hoch. Und wenn man Leute im Local sieht oder irgendwelche Schatten da und dann hat man noch eine Riesenspinne auf einer Insel und ja, war eine geile Aktion. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet so ein paar Informationen auch für eure PvP-Aktionen rausziehen.
Im Idealfall natürlich, wenn ihr der Zwergenbruch beigetreten seid. Sonst gehört ihr zum Feind und gehört erschossen. Oder so ähnlich. Und wir sehen uns bei meinen nächsten Videos. Also bye bye.